bin Karl-Friedrich Frese, 55 Jahre alt, geboren in Arolsen, aufgewachsen in Twistetal-Gembeck. Seit Anfang 1993 bin ich Bürgermeister hier in Bromskirchen. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, Luisa und Tabea, 15 und 17 Jahre alt. Karl-Friedrich Frese verbringt seine Freizeit gern im heimischen Garten oder mit der Familie. Er engagiert sich in Vereinen, fährt gerne Fahrrad und wandert. Er ist der Fraktionsvorsitzende der CDU im Kreistag und Bürgermeister von Bromskirchen. Hier sind erhebliche Defizite zu beklagen. Und die Defizite siedeln wir an in erster Linie bei dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, was eben der Landrat Dr. Robert. Ja, dass man sich endlich einigt über die Energiewende. Und mit den Windkraftanlagen halte ich das langsam für übertrieben. Ich bin nicht dagegen. Aber es gibt langsam genug. Und ich kann nicht verstehen, dass man Gaskraftwerke, die ja auch umweltfreundlich sind, abschalten will, nur um Windkraftanlagen zu bauen. Dass ich wie ein zivilisierter Mensch behandelt werde. Ich bin ein ganz normaler Mensch und nicht etwa eine Attrappe davon. Ich brauche auch keineswegs pausenlos irgendwelche Angebote. Man will mir helfen. Wenn ich was habe, kann ich den Mund aufmachen. Im Übrigen bin ich schneller als die Fußgänger, kenne mich besser aus als viele Fußgänger. Wo ist das Problem? Ich habe keins. Wenn Menschen mit mir ein Problem haben, haben sie eins. Wenn ihm die Wählerinnen und Wähler am 5. Juli den Ball zuspielen, kann Karl-Friedrich Frese die Türe am Bromskirchener Rathaus zuschließen und sich auf den Weg machen ins Kreishaus in Korbach.